Es geht wieder weiter mit der NBA, zweites Video auf Oddspedia. Das Topspiel heute zur deutschen Primetime, Dallas Mavericks gegen Sacramento Kings. Ein Spiel mit Tradition und auch mit der ein oder anderen Überraschung vielleicht. Und dann schauen wir noch auf die Tabelle, wer ist denn gut dabei, wer ist nicht so gut gestartet. Ich hoffe, ihr seid motiviert und bis gleich. Oddspedia, the Sports Betting Community. Richtig cool wäre natürlich, wenn diese Quote, die hier steht, auch wirklich stimmen würde. Eine 2,55 auf Dallas und eine 2,65 auf Sacramento. Klingt so, als sollte man das einfach anspielen, weil man so oder so gewinnt. Dieses kleine Quotenfauxpaschen schauen wir uns an, aber vorher geht es zur aktuellen Tabelle. Und zwar starten wir mit dem Westen. Und da schaut mal, die meisten Teams haben schon so 4, 5, 6, teilweise 7 Spiele hinter sich gebracht. Und Golden State ist wirklich fulminant gestartet mit 5 Siegen und nur eine Niederlage. Dallas und Sacramento, die ja gleich gegeneinander kämpfen, auf Rang 4 und 5 mit jeweils 3 Siegen, 2 Niederlagen. Und hinten, ja, die Clippers sehr enttäuschend gestartet, auch die Suns mit Schwierigkeiten. Was ist im Westen bzw. im Osten passiert? Da sieht es auch so aus. Die New York Knicks, Washington Wizards, Chicago Bulls auf den ersten 3 Rängen. Damit hätte erstmal so keiner gerechnet. Heat auf der 4 passt soweit und die Top-Favoriten, die 76ers auf der 6, die Bucks auf der 8, genauso wie die Nets, 3 Siege, 3 Niederlagen und wirklich enttäuschender Start für die Indiana Pacers und Boston Celtics, die zwar jetzt, glaube ich, schon 2 oder 3 Niederlagen in der Verlängerung hatten, aber da läuft es trotzdem nicht ganz so rum. Insgesamt nach den ersten, weiß gar nicht, jetzt 10 Tagen oder was es sind, 6-7 Spielen eben, fällt mir auf, der Tabellenkeller ist schlechter als die Jahre davor. Also das ist wirklich hundsmiserabel, was da teilweise im Osten und Westen unten rumläuft mit den Detroit Pistons, die Orlando Magic, die Houston Rockets, die Oklahoma City Thunder, teilweise als auch die Pelicans ohne Zion Williamson, der verletzt ist. Also das ist wirklich nicht so gut. Spannender wird es hingegen, was die Sacramento Kings machen. Sie haben ja ein talentiertes Team, aber spielen Jahr für Jahr dann doch nicht in die Playoffs mit, sind okay gestartet und sie gelten ja auch als mögliche Trade Destination für Ben Simmons, der in Philadelphia wahrscheinlich nicht mehr rankommt. Was gibt es bei den Dallas Mavericks zu sehen oder Neues? Jason Kidd ist jetzt Trainer, Rick Carlisle ja nicht mehr. Ich glaube, kein Außenstehender erwartet irgendwelche Wunderdinge von Jason Kidd. Ein Wunder wäre eher, wenn er noch Ende der Saison bei Dallas Trainer wäre. So ist zumindest meine Einstellung zu ihm. Also ich halte nicht viel von ihm, war als Spieler einer meiner Lieblinge. Aber als Trainer bei seinen bisherigen Stationen ist er eher negativ aufgefallen. Egal ob in Brooklyn und in Milwaukee, LA war halt ein Assistant Coach, ich glaube, das muss man nochmal anders sehen. Aber vielleicht hat er da viel gelernt und kann das jetzt nach Dallas mitnehmen. Bisher läuft es nicht. Sie haben zwar 3 Siege, 2 Niederlagen, aber wenn wir mal schauen, gegen wen die Siege waren, dann relativiert sich das alles schon so ein bisschen. Schauen wir mal die letzten 5. Also sie haben hohe Niederlagen gegen die Nuggets und die Hawks und gegen Spurs, Rockets und Raptors, so 3 Teams, die eigentlich nicht in die Playoffs gehören, beziehungsweise im Kampf um die Playoffs sollten die nicht dabei sein. Also da ist nichts besonders. Luka Doncic, natürlich der überragende Spieler, das ist auch wieder zu erwarten. Seine Statistiken sind auch wieder famos. 22 Punkte, 8 Rebounds, 7 Assists. Das passt soweit. Aber Porzingis, wenn er jetzt nicht schon wieder verletzt wäre in seinen 2 Auftritten, war er recht enttäuschend, zumindest von den Statistiken und auch sonst gefällt mir der Supporting Cast außer Tim Hardaway Jr. nicht wirklich. Die Kings haben einige attraktive Spieler und ein Ex-Merrick und Ex-Warrior, der hat bisher gut aufgetrumpft. Harrison Barnes mit 25 Punkte, 10 Rebound, wirklich einen großen Anteil an den Siegen gegen die Suns, Pelicans und Trailblazers. Also das sind 2 Teams auf jeden Fall, die musst du erstmal schlagen gegen die Warriors und Jazz. Ich glaube, da ist klar, dass man verliert. Schauen wir jetzt mal die richtigen Odds an. Was wir gerade gesehen haben, war natürlich bei 2 verschiedenen Wettanbietern, aber ich wüsste jetzt nicht, warum die Mavericks hier, oder ich gehe es mal anders ran.
Man hat hier Quoten der Mavericks um die 1,5, finde ich nicht richtig, denn sie haben traditionell mit dem sehr schnellen Spielstil und den schnellen Dreier der Kings ihre Probleme, deshalb verlieren sie dann sowieso ganz gerne und jetzt sind sie nicht gut in Form. Porzingis ist Day-to-Day, wird wahrscheinlich nicht spielen. Von daher finde ich, hat diese Quote auf Kings trotz Auswärtsspiel definitiv Value. Ich würde sogar hier empfehlen, aber mit dem Asian Handicap plus 4 noch so eine knappe Niederlage abzusichern, gibt eine gute Verdopplungsquote. Das gefällt mir wirklich gut. Von Dallas würde ich die Finger lassen und ich freue mich auf dieses Spiel, aber Dallas, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin ja ein Mavericks-Fan, der eine oder andere weiß das, aber ich glaube, dieses Jahr wird es sehr frustrierend sein und ohne großartige Hoffnung. Ihr könntet theoretisch noch auf 5, 6, 7 Punkte hochgehen auf Kings, das macht das Ganze umso attraktiver, aber Kings plus 4 ist unser Tipp und wenn wir hier die Total Points nehmen, da ist die Line bei 220 Punkten, sollte bei diesem Spiel auch drin sein, aber wir haben frühen Nachmittag in den USA, deshalb gefährliche Geschichte und das spricht oftmals für wenig Punkte und Dallas hat jetzt auch nicht unbedingt die Lichter ausgeschossen. Also vielleicht lässt man lieber bei diesem Spiel von den Punkten die Finger. Hornets gegen Trailblazers, auch hier haben wir zwei Teams, die positiv gestartet sind. Die Trailblazers mit 3-2 war es, glaube ich, und die Hornets mit 4-2 Siegen. Und was interessant ist, bei den Trailblazers läuft es bei Lillard noch nicht ganz so gut. Er ist ja oftmals mit 25 bis 30 Punkten der maßgebliche Bestandteil von Portland, aber unter Chauncey Billups, neuer Trainer, weiß ich nicht, entweder ist die Rolle noch nicht so ganz definiert oder aber er ist einfach noch nicht so gut in Form. Von Downtown funktioniert es gar nicht, da schmeißt er unter 25%, beziehungsweise, Entschuldigung, habe es nämlich extra aufgeschrieben, 26% bei 19 Punkten, die er insgesamt macht, da ist sogar CJ McCollum Top-Scorer. Bei den Hornets läuft es so weit, so gut. Sie haben gegen die Magic gewonnen, gegen die Celtics, ich glaube, in der Verlängerung verloren und dann Siege gegen Brooklyn und Cleveland. Also nicht die Creme de la Creme, da muss man mal abwarten, während die Blazers hier Grizzlies, Clippers besiegt haben und auch die Suns, also wirklich Top-Teams. Von daher kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum sie hier nicht deutlichere Favorit sind, ist ja ausgeglichene Quote, wahrscheinlich weil es auswärts ist. Auch hier schauen wir die Spreads an. Da sehen wir minus 1 auf Portland für eine Zweierquote. Also ich würde hier auf jeden Fall den Sieg von Portland mitnehmen wollen, denn ich finde sie stärker, sie haben das bessere Team, sie haben Nurkic. Wer soll Nurkic, wenn der angebunden wird, denn von Charlotte verteidigen? Ich weiß es auch nicht. McCollum spielt stark, sie haben ja, Norman Powell ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen angeschlagen, verletzt. Aber sie haben eine solide Truppe und Lillard, der wird jetzt mal Zeit, dass der wieder ausbricht. Und am besten doch gegen Charlotte, damit wir dieses Spiel auch gewinnen. Da bin ich relativ zuversichtlich. Die Punkteline von 230 Punkten. Das ist etwas, wo mich überhaupt nicht großartig anfickt. Lieber da die Finger weg. Hier haben wir auch wieder Utah Jazz als kleinen Favoriten. Relativ ausgeglichene Quoten. Auch hier witzige Sache, wenn man auf diesen beiden Wettanbietern, Odds-Peter zeigt uns immer die beste Quote beim jeweiligen Wettanbieter, wenn wir die finden würden, hätten wir schon eine sogenannte Sure-Bet. Auf jeden Fall, Milwaukee sind Meister geworden. Sie haben oft genug schon die Regular Season gewonnen und ich glaube, die werden jetzt erstmal sehr, sehr langsam starten. Die 3 Siege, 3 Niederlagen sind aber auch dadurch zustande gekommen, dass sie wirklich einige Leute auf der Injury-List haben. Auch bei diesem Spiel sind fraglich Bobby Portis, DiVincenzo wird natürlich noch weiterhin wegen seinem gebrochenen Fuß ausfallen. Brook Lopez wird draußen sein, Jrue Holiday wird draußen sein. Aber auch die Jazz, die dadurch eigentlich sehr favorisiert sein müssten, haben angeschlagene Spieler, Rudy Gay wahrscheinlich nicht dabei, Mike Conley nicht dabei, Hassan Whiteside und Eric Pascal. Whiteside und Pascal und Gay sind ja Neuakquisitionen, die es auch in sich haben. Also die Jazz haben ein richtig cooles Team beisammen. Dann schauen wir doch auch mal ganz kurz auf die Verteilung des Spreads. Erstmal die Punkte, die sind bei 223. Auch wieder für mich total uninteressant, weil wir einfach nicht wissen, wer läuft am Ende des Tages auf. Aber ich lehne mich so weit aus dem Fenster, dass ich sage, die Jazz finde ich schon attraktiver und die Quote von wahrscheinlich 1,8 bis 2,0, je nach Wettanbieter, kann man schon mitnehmen, weil
einfach das stärkere Team haben, bei den Ausfällen, die Bucks zu verkraften haben. Bei Brooklyn gegen Detroit. Also keine Ahnung, was heute hier mit den Quoten los ist, aber da würde man die geilste Schürbett aller Zeiten haben. Eine 6 versus 8, Wahnsinn. Aber die Pistons sind ja wirklich voll Trash. Hier ist auch die reale Quote leider. Wir schauen mal ganz kurz, gegen wen die gewonnen haben, gegen die Magic. Ansonsten gab es eigentlich nur deutliche Niederlagen gegen nicht mal so gute Teams. Brooklyn gegen die Pacers gewonnen. Okay, das war ein Pflichtsieg. Gegen die Wizards gewonnen, gegen die 76ers gewonnen. Und sie machen ja mehr Schlagzeilen mit der Geschichte um Kyrie Irving. Aber hier sehen wir mit einer 1-10-Quote, dann gewinnen wir keinen Blumentopf. 216 Punkte würde bedeuten, wenn man davon ausgeht, auch hier einfach mal ein Quervergleich zwischen den ganzen Spielen. Jetzt bin ich auf der Quotenseite. Bei dem Quervergleich der ganzen Spiele haben wir die Problematik, dass sich Detroit relativ schwer tut, über 100 Punkte zu kommen, dann um diesen Punkte von 216 zu erreichen. Wenn wir mal denken, dass Detroit 100 machen würde, was schon sehr schwer ist, müsste Brooklyn 116 machen, beziehungsweise 117. Und das halte ich für relativ schwierig. Deshalb ist hier ein Under definitiv attraktiv. Der Spread minus 13, plus 13, je nachdem, finde ich total unattraktiv, weil Detroit einfach Trash ist und Brooklyn nicht wissen, wie die das Ganze durchziehen würden. Also wenn man hier tippt, dann eher auf die trashigen Pistons plus 13, weil man hofft, dass die vielleicht gut starten und Brooklyn das Spiel erst hinten raus dominiert. Aber auch hier heißt es dann Finger weg. Bei Lakers gegen Houston Rockets haben wir wieder so zwei Teams. Aber ich gehe jetzt gar nicht drauf ein, was hier oben steht. Die reale Quote ist ähnlich wie beim Spiel Nets gegen Pistons. Müssten wir auch wieder ungefähr den gleichen Spread haben, würde zumindest Sinn machen. Hier haben wir plus 11,5 bzw. minus 11,5, je nach Team. Aber bei den Lakers sind LeBron James und Anthony Davis Day-to-Day. Deshalb könnte man mal so ein bisschen spekulieren, dass Houston, die zwar auch nicht gut sind, aber einen guten Christian Wood hätten, den die Lakers dann vielleicht wiederum nicht so großartig verteidigen könnten. Die hätten hier schon einen guten Shot mit weniger als 11 Punkten zu verlieren. Deshalb würde ich hier, wenn ich dieses Spiel mitnehmen würde, auf Houston plus 11,5 gehen. Und auch hier unter 222 Punkte, weil die Injury-Liste von Lakers ist schon, nicht Injury-Liste, aber die Day-to-Day-Liste, wer eventuell spielt und wer nicht spielt, ist schon relativ groß. Man könnte vermuten, wenn James nicht spielt, dass auch so ein Russell Westbrook ein Triple-Double mitnimmt. Das würde, glaube ich, auch so eine 3 oder 4 Quote geben. Kann man schon mal machen. Auf jeden Fall auch deutliche Vorzeichen, die Lakers werden das Spiel nicht verlieren, das glaube ich nicht, aber Houston plus 11,5 finde ich persönlich schon spannend. Also hier nochmal zum Mitschreiben, wir sagen Houston plus 11,5 gefällt mir wirklich gut. Ich würde aber hier trotzdem noch abwarten, ob James Davis sicher nicht dabei sind. Dann haben wir noch dazu die Kings, die spielen heute um 20.30 Uhr bei den Dallas Mavericks. Ich muss leider gegen meine Dallas gehen, denn da bin ich mir schon relativ sicher, dass Dallas das nicht easy gewinnt. Also Kings plus 4 ist spannend. Trailblazers sehe ich deutlich, nicht deutlich, aber ein bisschen besser als die Hornets. Die Hornets haben bisher nur gegen schwächere Teams gewonnen, deshalb einen guten Rekord. Deshalb muss man da mal schauen, wo kommen die denn am Ende wirklich raus, wenn Portland gegen die Clippers gewonnen haben, gegen die Kings, gegen die Suns und wirklich noch Potenzial nach oben hat, weil Damian Lillard immer noch nicht das gezeigt hat, was er eigentlich kann. Und wenn der mal sein 40-Punkte-Spiel raushaut, dann why not? Diese 1,95 ist spannend und genauso spannend sind diese 1,95 auf die Utah Jazz. Und dann hat man vielleicht noch, wer gerne auf Over-Under setzt, der könnte sich auch überlegen, bei Brooklyn gegen Detroit auf Under zu gehen. Dann sind wir schon wieder vorbei mit dem zweiten NBA-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, einen wunderschönen Feiertag. Wir werden den hatten morgen am Montag und dann sehen wir uns wieder nächste Woche bei der NBA beziehungsweise bei dem nächsten Champions League und Bundesliga-Video. Bis dahin. Viele Grüße, genießt die Zeit. Oddspedia, the Sports Bet.